Die Hauptversammlungssaison nimmt langsam wieder Fahrt auf. Die meisten Hauptversammlungen finden ja im ersten Halbjahr statt, mit Schwerpunkt von April bis Juni. Und in der Regel werden dann auch einen Tag später die Dividenden ausgezahlt. Also, wenn Sie jetzt Geld auf Ihrem Bankkonto liegen haben, das Sie langfristig investieren können und das schlecht verzinst ist, und das ist leider in den allermeisten Fällen so, dann würde ich mir überlegen, jetzt in Aktien zu investieren. Denn allein die Dividendenrendite von soliden DAX-Unternehmen beträgt zurzeit etwa 3%. Und das ist natürlich deutlich mehr, als Sie Zins auf Ihrem Bankkonto bekommen. Und wenn Sie noch vor der Hauptversammlung investieren, dann nehmen Sie die heurige Dividendenausschüttung noch mit. Heuer sollen voraussichtlich so hohe Dividenden ausgeschüttet werden wie noch nie. Und der zweite Vorteil, den Sie als Aktionär haben, Sie werden zur Hauptversammlung Ihres Unternehmens eingeladen. Ich nutze dieses Recht regelmäßig und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, da gewinnen Sie einen sehr, sehr tiefen Einblick in Ihr Unternehmen. Und Sie kommen weg von dieser kurzfristig orientierten Zockersichtweise, das reine Starren auf die Aktienkurse, hin zu einer langfristigen Sichtweise wie ein Investor. Und die ist aus meiner Erfahrung deutlich erfolgreicher. Ich investiere seit über 30 Jahren in solide Aktien und seit einigen Jahren kann ich von der Dividende leben. Das hätte ich natürlich nie geschafft, wenn ich mein Geld auf dem Bankkonto liegen gelassen hätte. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Geldanlagen.